Hallo, Ming. Hast du den Beruf gewechselt? Von der Wäschelei kann ich nicht mehr leben, ehrwürdige Ledbello. Warum läufst du so ungewaschen durch die Gegend? Lohnt sich nicht. Morgen bin ich besser drauf. Trinken wir noch einen zusammen, Teddy? Na klar doch. Wer sollte denn was dagegen haben? Sag mal, Timber, altes Haus, erinnerst du dich noch an die tollen Prügeleien damals? Na klar, nur heute ohne Frauen macht das gar keinen Spaß mehr, sich in die Fresse zu hauen. Naja, nimm wenigstens das zur Ablenkung. Zu Hause wartet sowieso keiner mehr auf mich. Die Stadt geht vor die Hunde. Wir müssen etwas dagegen tun. Liebe Freunde, das ist Mr. Douglas. Der Bürgermeister von St. Louis schickt ihn und er macht uns folgendes Angebot. Der Nächste, bitte. 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 Wissen Sie, die Jackson-Brüder sind nach Kalifornien gezogen. Oh, schade. Timmy gefiel mir gut. Der konnte tanzen. Man hat im Westen Gold gefunden. Alle sind sie unterwegs. Wir sind arm dran. Ein Mann. Der gehört mir. Nein, mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ein Tänzchen gefällig? Jetzt nicht. Ich bin für den ganzen Abend besetzt. Ich werde sie für morgen vorsehen. Unter den Blinden ist auch der hässlichste einäugige König. Dolly, wir müssen sofort nach St. Louis aufbrechen. Ich bin wirklich neugierig, um was für einen Auftrag es sich diesmal handelt. Ich würde ihm ja ehrlich wünschen, dass er mal eine Frau findet. Lucky Luke, ich hab gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Schneller ging's nicht. Sie haben mir geschrieben, ich soll einen Transport begleiten. Sie sind der einzig geeignete Begleitschutz für diese etwas delikate Angelegenheit. Delikat? Wie meinen Sie das? Meine Damen, das hier ist Lucky Luke. Oh, der sieht ja toll aus. Der übertrifft ja alle Erwartungen. Alles, was recht ist, aber das mache ich nicht. In der kleinen Goldgräberstadt Purgatory leben 15 Männer, nur für diese Frau und der Bürgermeister eingeschlossen. Wenn sie ablehnen, wird die Bevölkerung im Wilden Westen langsam aussterben. Sie gefährden unsere ganze Nation. Gut, ich mach's, aber ich hoffe, dass sich alle der Gefahr bewusst sind. Die Straßenräuber, die Indianer, die wilden Tiere, die brennend heiße Wüste und die eiskalten Berge. Aber natürlich. Hilfe! Oh, meine Damen, darf ich Sie auffordern, sich einen Mann auszusuchen? Den kleinen roten unten rechts. Ich nehme den großen da. Der wird mich beschützen. Ich nehme den schüchternen, der die Augen zuknallt. Und der magere ist für mich. Und welche Leimann für mich. Und ich nehme Teddy. Der hat so was Bäriges. Deiner ist ja kahl. Dass er keine Haare mehr hat, ist ein Zeichen seiner Intelligenz. Deiner ist ein Dickwanst. Und du? Hast du dir keinen ausgesucht? Ganz im Gegenteil. Ich heirate den Bürgermeister. Ich hoffe, meiner ist ein ruhiger Typ, der irischen Küche was abgewinnen kann. Hank wird Sie begleiten, Luke. Oh. Grüß dich, Hank, altes Haus. Luke, du bist auch bei jedem Spaß dabei. Darf ich euch Pierre vorstellen? Ein Friseur aus Frankreich. Er wird dafür sorgen, dass die Damen am Kopf die richtige Form erhalten. Meine Verehrung, Mademoiselle. Meine Verehrung, Mademoiselle. Meine Verehrung, Mademoiselle. Morgen brechen wir in aller Frühe auf. Sie haben die ganze Nacht Zeit, sich auf unsere Fahrt vorzubereiten. Aber ich empfehle Ihnen, früh genug ins Bett zu gehen. Tja, Jolly, wir haben schon 4 Herden begleitet, Pferde und Schafe, aber das ist unsere erste Herde Frauen. Der Direktor wird nicht gerade begeistert sein, dass die Daltons schon wieder geflohen sind. Wir haben aber keine Zeit mehr, sie zu suchen. Wir müssen noch bei Tag zurück sein. Morgen früh schicken wir eine Patrouille los. Ich muss mal niesen. Und ich habe einen steifen Hals gekriegt. Und ich habe vielleicht Hunger, sage ich euch. Und Joe? Du hast das Loch viel zu tief gegraben. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Ganz ruhig zu. Na los, wir haben schon genug Zeit verloren. Weg hier.
Wer hat denn bloß die Blumen an meinen Sattel gesteckt? Du hast die Qual der Wahl, Cowboy. Also, los geht's! Ziehen wir in Richtung Purgatory! Yippie! Passt bloß auf meine Nähmaschine auf! Warum hast du den Milcheimel ans Wagenende gehängt? Das wirst du heute Abend schon sehen. Wartet auf mich! Was ist denn jetzt passiert? Wie können Sie denn einfach so losreiten? Ich war doch noch gar nicht mit dem Schminken fertig. Mademoiselle, das ist unverzeihlich. Entspannen ist, Jenny. Das ist alles nur halb so wild. Du musst dich nicht so steif machen, Miss Jenny. Hank, halt an. Ich habe eine Idee. Wirklich eine praktische Sache, dieser Sicherheitsgurt. Den sollten Sie sich patentieren lassen. Bildet einen Kreis. Hier werden wir übernachten. Jetzt ist alles in Butter. Um Himmels Willen, jemand hat meinen Schmuck gestohlen. Haben Sie ihn nicht einfach nur verlegt? Nein, er war in einer Kassette hinten bei mir im Wagen. Machen Sie sich keine Sorgen, den finden wir wieder. Ich habe für euch eine kleine Leckerei aus meiner irischen Heimat gekocht. Igitt, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in St. Louis geblieben. Jetzt verstehe ich, warum so viele Iren ihr Land verlassen. Dieser Fraß macht bestimmt Pickel. Da würde ich lieber Jollys Hafer essen. Oh, was ist denn das für ein grauenhaftes Geheule? Das sind Kojoten. Gleich sind sie ruhig, passen Sie auf. Auf einmal haben sie aufgehört. Wie hast du das geschafft? Dank Jennys irischer Küche. Ein Telegramm für Mr. Luke. Danke sehr. Seien Sie so nett und lesen Sie es mir vor. Killer Kelly aus Gefängnis ausgebrochen. Stop. Soll sich in ihrem Transport als Frau versteckt halten. Stop. Achtung, gefährlicher Gangster. Stop. Wenn ich den entlarven will, kommt es zum Blutbad. Wo kann er sich verstecken? Mon Dieu. Meine Rasierseife ist verschwunden. Um den Killer zu finden, muss ich rauskriegen, welcher von den Frauen sich rasiert. Hey, Mr. Luke, ich dachte, Sie hätten einen so ausgezeichneten Ruf. Entschuldigen Sie, Miss Fiona, aber es ist wirklich nicht das, was Sie denken. Ich habe natürlich nicht hingeguckt. Und weiter geht's. Könnte die nicht der Killer sein? Die ist ja stark wie ein Mann. Und heute steht auf dem Speiseplan Irish Stew. Eines Tages koche ich eine Spezialität meiner Heimat für uns. Eine Bouillabaisse. Das schmeckt wirklich noch besser. Aber diese Diebstähle zeigen doch, dass der Killer unter uns ist. Spannt die Pferde wieder an, wir fahren weiter. Au! Schämen Sie sich nicht, nach Mädchen wie nach Pferden zu pfeifen? Aber Miss Fiona, ich habe nach meinem Pferd gepfiffen. Ihr schämt sich nicht, nach mir wie nach einem Mädchen zu pfeifen. Alles in Ordnung, Hank? Ja, aber bei den Frauen weißt du blöderweise nie, was sie als nächstes machen. Ich wette, der Wagen vor uns zeigt nach rechts und fährt nach links. Die Frauen sind eben unberechenbar, auch wenn sie was richtig machen. Ich habe so ein Gefühl, dass wir beobachtet werden. Da einige Gefahren auf euch zukommen können, werden Hank und ich euch zeigen, wie ihr mit einer Schusswaffe richtig umgeht. Einen Moment noch. Mr. Hank kann erst daran teilnehmen, wenn er die Rechenaufgabe gelöst hat. Ich habe sowas beim Western-Zirkus gelernt. Ihr macht das linke Auge zu und zielt mit dem anderen auf die Flasche. Wollen Sie nicht mitmachen, Pierre? Ich kann zwar mit Rasiermesser und Schere umgehen, aber nicht mit dem Schießeisen. Sind Sie bereit, meine Damen? Feuer! Bravo, Fanny! Volltreffer! Da sind Squaws! Viele Squaws! Gib die Zeitung her, Everett!
Sieh mal an! Lucky Luke bringt einen Konvoi von Frauen nach Westen. Naja, und? Das bringt mich auf eine Idee. Das riecht schon besser als Jennys irische Kohlpampe. Dieses Geheule macht mich ganz verrückt. Mir gefällt dieses Geheule auch nicht. Tja, vielleicht ist das unser Mann, diese Haare. Das könnte eine Perücke sein. Jetzt will ich es aber wissen. Ich liebe dich doch auch. Ich wollte dir gerade ein paar Blumen pflücken. Nun, Entschuldigung, Miss Kay, das ist eine bedauerliche Verwechslung. Sacre bleu du ciel. Jemand hat mein Coq au vin weggefressen. Das macht nichts. Es ist noch genügend Irish Stew da. Unser Mann ist offensichtlich ein Feinschmecker. Seid ihr fertig zur Abfahrt? Wir warten noch auf Jane, Mr. Luke. Sie ist noch nicht vom Wasserholen zurück. Beim großen Manitou, weiße Frau hat zwei Skalpe. Gib das zurück, oder du hast ein Loch im Bauch. Behaltet den Skalp, ihr habt ihn euch redlich verdient. Danke sehr, Bleichgesicht. Er wird sich gut machen, hinten an meinem Sattel. Und was dich angeht, meine Hübsche, wird sich der Sheriff von Rabbit Creek freuen, dich in Empfang zu nehmen. Vielen Dank, Luke. Sie sollten sich lieber bei den Indianern bedanken. Ist alles gut gegangen, Luke? Ja, aber jetzt haben wir nur noch 14 Frauen für 15 Männer. Das gibt eine Prügelei. Ich grüße dich, großer Häuptling. Warum versperrt ihr den Weg für ein paar schwache Squaws? Krieger haben diesen Skalp mitgebracht. Ich, ihr Häuptling, möchte auch welche haben. Mir blutet das Herz. Die schönsten Perücken von Paris. Noch mehr, noch mehr. Es muss für alle Krieger reichen. Oh Gott, mein schöner Hut. Ach, der Hut war für meine Hochzeit. Es ist besser, ohne Hut zu heiraten, als ohne Skalp. Und jetzt laden wir unsere roten Brüder ein, unser Essen mit uns zu teilen. Es gibt Irish Stew. Das ist was Leckeres. Es ist jetzt an der Zeit, die Friedenspfeife zu rauchen. Hören Sie mal, großer Häuptling. Der Tabak wie der Alkohol sind reines Gift für den Menschen. Er macht ihn körperlich und moralisch kaputt. Na gut, dann begraben wir das Kriegsbeil eben einfach so. Auf Wiedersehen, meine Brüder! Auf Wiedersehen, Lucky Luke! Gleich kommen wir zum Canyon der Bussarde. Da gibt's eine Brücke. Ich meine, da gab's mal eine. Wenn wir erst einen anderen Übergang suchen müssen, kostet das viel Zeit. Ein Tornado! Sacre bleu! Guck mal einer an. Schon sind wir auf der anderen Seite. Ich habe eine Laufmasche. Ich habe alles repariert, Luke. Wir können wieder weiter. Wartet auf mich! Wartet auf mich! Ich bin Jane Force. Ein Gangster hat meinen Platz bei Ihnen eingenommen. Haben Sie keine Angst. Der ist nicht mehr da. Die einzige Schwierigkeit ist, wie kriegen wir Sie hier rüber? Ach, tja. Also gut, da muss ich wohl wieder ran. Oh nein, das ist groß genug, um alleine klarzukommen. Schön, schön. Also dann muss ich wohl wieder ran. Bravo! Und da wir jetzt vollzählig sind, nichts viel los. Ah ja, jetzt geht's rauf ins Gebirge. Die könnten auch mal das Zaumzeug erneuern. Ihr müsst die Wagen leichter machen. Steigt ab und geht zu Fuß. Und jetzt schiebt die Wagen an. Die Frau kriegt ihren Hafer aber auch nicht geschenkt. Hier können wir lagern. Deckt euch gut zu, es wird kalt.
Eins muss man den Frauen ja lassen, Hank. Sie sind euch nicht zu entmutigen. Was strickt ihr eigentlich? Spannt die Pferde an, wir fahren weiter. Wenn er fertig gelacht hat, zieht er mir das hoffentlich aus. Das kratzt ja ganz fürchterlich. Runter lassen wir die Wagen einfach rollen. Das ist der schönste Teil der Reise. Vor uns die Wüste. Sprecht euch ab, wer auf dem Kutschbock sitzt und wer hinten bleibt. Rationiert das Wasser, setzt den Pferden Hüte auf, atmet durch die Nase und redet so wenig wie möglich. Weißt du, das ist der schlimmste Teil der Reise. Das ist doch kein Trick von Pionieren mehr. Das ist die reinste Modenschau. Wenn Luke hier mit seinen Frauen auftaucht, können wir es ihm endlich heimzahlen. Everell, morgen siehst du dich in der Stadt um, ohne dass dich jemand erkennt. Hank, reite nach Purgatory und kündige an, dass wir kommen. Wir kommen! Der Nächste, bitte. Der Nächste, bitte. Sie sind da! Lucky Luke, Sie haben es geschafft. Gott möge Sie segnen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Und jetzt solltet ihr euch miteinander bekannt machen. Oh, ist der Kerl süß. Können Sie lesen und schreiben? Nein, aber ich ahne, dass ich es bald können werden muss. Sayonara. Für gute wie für schlechte Tage erkläre ich euch vereint durch den Bund der Ehe. 2000 Kilometer durch die Hölle für eine Zeremonie von 5 Minuten. Und jetzt, Red, steht dir als erstem Beigeordneten die Ehre zu, deinen Bürgermeister zu trauen. Kraft meines Amtes! Und ich hab keinen Bräutigam? Ja. Jenny hat keinen Bräutigam. Keinen Bräutigam? Nicht Bräutigam? Keinen Bräutigam? Keinen Bräutigam. Aber wo steckt denn ihr Bräutigam? Im Gefängnis, und da bleibt er auch. Vor ein paar Tagen hat Sam, der Barmann, Schotte zu ihm gesagt. Dabei ist er doch ihre. Oh, ich bin so unglücklich. Und wenn Sie für ihn einspringen würden, Lucky Luke? Aber ich kann mich doch nicht auch noch um meine Frau kümmern. Oh, er will mich nicht nehmen. Er will sie nicht haben. Gut, ihr habt mich überredet. Bravo, hoch liebe Jenny, hoch liebe Lucky Luke. Hoch liebe Jenny, hoch liebe Lucky Luke. So war's. Es war wirklich herzergreifend. Oh, du Vollidiot. Du Vollidiot. Ich hab wieder eine Idee. Sie brauchen nur in das Haus von Teddy einzuziehen. Danke, mein lieber Horace. Oh. Ich konnte deinen Revolver nicht mehr ansehen. Er war ganz dreckig. Oh. Ich habe auch deine Sachen gewaschen. Und hier sind noch neue. Du siehst schon viel besser aus. Ich habe dir eine Liste für ein paar Besorgungen gemacht. Komm nicht zu spät nach Hause. Es gibt Irish Stew zum Abendessen. Hallo, Luke. Wie geht es deiner Verlobten? Meiner Verlobten? Schließlich wird der Jenny doch heiraten. Und wir haben den besten Sheriff des ganzen Westens. Herzliche Grüße an die ehrwürdige Verlobte. Und empfehlen Sie mich Ihrer Verlobten, Mr. Luke. Zieh die Stiefel aus, Luke. Ich entführe sie dir ganz kurz. Sie sind gleich wieder sauber. Die da, die werden wir entführen. Wir haben deine Verlobte in unserer Gewalt. Wenn du uns nachspionierst, können wir nicht für ihr hübsches Köpfchen garantieren. Gezeichnet Joe Dalton. Los, Jolly, auf zum Bürgermeister. Also, ich hab euch alles gesagt. Wir müssen eine Patrouille aufstellen. Immer langsam. Wir kennen die Kleine ja kaum. Sie ist eine Fremde. Wir müssen alles gründlich erwägen. Schon gut, ich werde es auch alleine schaffen.
Unter einer Bedingung. Hier ist ein parfümiertes Taschentuch von ihr. Damit kannst du ihre Spur aufnehmen. Irish Stew. Sie kann nicht mehr weit sein. Geht's dir nicht gut? Nein, du bist unsere Gefangene. Du hast uns hier nicht rumzukommandieren. Das ist Lucky Luke. Ich hasse ihn. Warum schlägst du die Scheibe ein? Das Fenster kann man doch ganz leicht öffnen. Das macht man aber so, wenn man belagert wird. Oh, wir haben eine Geisel, Cowboy. Wir halten es wochenlang hier aus. Na los, wasch das. Ich kümmere mich um die Küche. Wie kommst du dazu, dich hier so aufzuspielen? Wir sind die Daltons, die schlimmsten Banditen des Wilden Westens. Wasch dir die Hände, das Essen ist fertig. Das ist aber lecker, Miss Jenny. Bah, das sieht ja aus wie Krötenbrei. Und jetzt? Du kennst doch Jenny. Wir brauchen nur zu warten. Heute Nachmittag werden wir schön die Wände streichen, Holz sägen, das Dach in Ordnung bringen und den Fußboden Gacho, wischen. Hier hast ein Stück Tabak und einen Schluck Schnaps. Der Tabak und der Alkohol sind reines Gift für den Menschen. Sie machen ihn körperlich und moralisch kaputt. Schluss jetzt! Wir sind keine kleinen Kinder mehr! Wir sind Banditen, Verbrecher! Also hör auf! Jetzt sind sie gar. Die Daltons wollen wieder ins Gefängnis zurück. Ich frag mich wirklich, warum. Okay, Jenny. Sie sollen mit erhobenen Händen rauskommen. Ich werde mein Wort halten. Du hast die Daltons festgenommen und ich lasse Teddy frei. Und hiermit erkläre ich euch feierlich zu Mann und Frau. Ach, Luke, meinst du nicht, dass du das noch bereust? There are guys who just feel